Hallihallo und herzlich willkommen bei uns zur Eröffnung in der Denkbar im Palatin Hotel. Ich bin die Dragana, arbeite hier im Sales and Marketing, aber heute bin ich tätig an der Denkbar. Diese Bar ist ganz neu, trendig, innovativ, neue Möbel, alles ein bisschen auf alt gemacht, wie man sehen kann, aber sehr, 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 sehr cool und auf jeden Fall empfehlenswert. Und nicht nur für unsere Hotelgäste, es können alle kommen, die Lust haben auf ein gutes Getränk, auf nette Gespräche und auf eine coole Atmosphäre. SV Sandhausen, stell dich mal bitte vor. Mein Name ist Richard Sokuta Paso und wir sind heute hier für eine Autogrammstunde für die Denkbar. Und du? Guten Tag, ich spiele auch beim SV Sandhausen, mein Name ist Tim Knipping und wie bereits mein Kollege gesagt hat, sind wir hier zu der Eröffnung von der Denkbar und geben eine kleine Autogrammstunde. So, ich hoffe, dass natürlich jeder davon Bescheid weiß, dass heute Autogrammstunde ist. Kann man euch sonst irgendwie in der freien Zeit irgendwo erreichen? Sehr wahrscheinlich. Wir leben ja alle hier, von daher denke ich mal, dass man sich ab und zu bestimmt auch in der Stadt trifft. Okay. Und jetzt noch ein Gruß an die ganzen SV Sandhausen Fans. Ja, also liebe Grüße an alle SV Sandhausen Fans. Wir hoffen natürlich, dass ihr uns wieder tatkräftig unterstützt in der Saison und ja. Und du? Das hoffe ich natürlich auch, dass wir, die Fans brauchen uns ja kein Geheimnis, denn die sind sozusagen unser 12. Mann auf dem Platz und mit denen schaffen wir auch alle Ziele. Alles klar, im Namen der Fans, TV Übergenal, vielen herzlichen Dank für das Interview. Danke. Gerne. Danke. Wir befinden uns hier in der Denkbar im Palatin in Wiesloch. Ich stehe neben einem sichtlich schönen Baum. Alles in irgendeiner Form eine Imitation. Hat folgenden Grund. Die Natur erobert sich in diesem Bildnis das von Menschen Geschaffene wieder zurück. Symbolisch gesehen können wir auch hier einen Schritt auf die rechte Seite machen. Auch hier der Zerfall an einer Mauer. Alles bildlich, reliefiert, imitiert, Sichtbeton etc. pp. Auch im Hintergrund über der Bar und auch verschiedene Elemente in Sichtbeton und Metall gefasst.
Es wird alles imitiert, gemalt. Es ist ein Handwerk und vor allem ist es ein Handwerk, das man berühren möchte. Und genau für diese Sache wird man hier eingeladen. Man will was berühren in der Seele, genauso wie mit den Händen. Außer die Belegschaft, die darf man nicht berühren, glaube ich. Das Schlimmste hätte ich ja fast vergessen, die Werbung. Nimm sich einen Moment, Firma Fachwerk nimmt sich den Moment, die Farben, die Gestaltung ist für den Menschen an sich sehr wichtig. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit. Für mehr Infos geht doch einfach mal auf www.palatin.de und unsere Denkbar ist zu jeder denkbaren Zeit besuchbar. Also ich stehe hier gerade hinter unserer vollen Bar und hinter mir ist eine Tafel mit unseren Specials immer. Gerade sehr empfehlenswert ist unser sogenannter Brumble. Was es ist, kommt vorbei und findet's raus.